Ja, hallo und grüß euch. Ich habe gerade ein bisschen an Müll im Internet gelesen. Deshalb möchte ich ganz kurz auf ein Thema eingehen, das doch ziemlich happig ist. Thema Automatik. Ich lese immer wieder Long-Life-Füllungen, Lebenslang-Füllungen. Ja, braucht man nicht tauschen. Automatikgetriebe braucht man kein Öl tauschen. Wir müssen nichts warten. Kompletter Stumpfsinn. Wo ihr immer jedes her habt, löscht es und vergießt es und grob es ein. Das ist totaler Stumpfsinn, absolut. Beim ZF-Getriebe, das 6HP von BMW zum Beispiel oder die 6-Gang-Automatik von Audi ist das gleiche Getriebe, nur ein bisschen unterschiedlicher. Unterm Strich sind alle gleich. Getriebeölwechsel mit Hängerbetrieb bei 80.000 Kilometer, ohne Hängerbetrieb bei 120.000 Kilometer. Und es ist wichtig, dass ihr euch an das haltet. Zumindest ich persönlich gehe noch da ein bisschen weiter und sage, okay, du kannst nach 150.000 fahren. Darüber hinaus solltest du das unbedingt tauschen. Problem ist, das Getriebe schaltet nicht mehr so, wie es gehört. Und man spürt es, wenn es nicht mehr so ist, wie es gehört. Ich habe bei meinem Fahrzeug, bei dem BMW 535D, das ist ein LCI von 2010, da habe ich das Getriebeöl getauscht bei Kilometer 138.000. Das war noch nicht so unbedingt notwendig, aber ich habe es getauscht. Weil ich einfach gemerkt habe, das ist nicht mehr so, wie es gehört. Wenn man das Öl sich angeschaut hat, das war jetzt nicht einmal wild verschmutzt. Da muss ich ZF wirklich loben. Top Arbeit, was ich da angelegt habe mit dem 6HP-Getriebe. Aber, und jetzt ist es, das Öl war ziemlich wasserig. Es war ziemlich dünn schon. Und das hat man einfach gemerkt. Er hat halt nicht mehr so geschalten, wie es gehört. Er hat nicht mehr so gearbeitet, wie es gehört. Unterm Strich wartet euer Getriebe pünktlich. Dann habt ihr lange Freude mit dem. Vor allem die Leute, die frisch zugerast sind zur Automatik, wartet das und ihr werdet sehen, eine Automatik lässt euch nicht im Stich. Und schon gar nicht, wenn ihr 6HP-Getriebe habt, definitiv nicht. Die sind langlebig, da wurden Top-Teile verbaut, sowas wird nicht einfach hin. Wenn ich das wart, wenn ich auf das aufpasst, dann wird das ewig leben. Da gibt es ja die einen oder anderen Todsünden, da folgt noch ein Video. Das werde ich auch noch ein bisschen weiter erklären. Jetzt momentan habe ich aber jetzt nicht so Zeit. Ich rate euch, wechselt euer Getriebeöl pünktlich und ihr werdet sehen, ihr werdet lange Freude haben mit dem. Und wenn das Auto funktioniert, ist ja jeder glücklich. Das ist, wenn ich immer nur Probleme habe mit dem Auto, immer fort zum Service damit muss und immer fort bangen muss, komme ich an, dann ist das eine Chance. Und deshalb wechsle ich auch ein Motoröl. Und Automatikgetriebe ist wie ein Motor zu behandeln. Das ist genau das Gleiche. Da sind viele mechanische Teile, die ineinander greifen und das Öl brauchen. Das Öl hat da drei Funktionen. Die erste Funktion ist Schmieren. Das ist oberstes Gebot im Automatikgetriebe. Der zweite Punkt Kühlen bzw. Wärmen. Das ist noch viel höherer Punkt und noch viel wichtiger wie alles andere. Und der dritte und der wichtigste ist, das Öl ist dafür zuständig, dass ein gewisser Druck im Motor, im Getriebe herrscht, was dann einfach dazu führt, dass das Getriebe arbeiten kann mit dem Druck. Ist das Öl zu dünn, zu dick, verschmutzt, wurscht was, kann das nicht, können die ganzen Systeme nicht mehr so arbeiten. Und wenn das Öl zu wasserig ist, wird es nicht mehr richtig kühlen. Es wird der Druck sich nicht mehr so aufbauen, wie es gehört. Deshalb, das ist wichtig, haltet euch da dran. 8 bis 10 Jahre wirklich allerhöchste Eisenbahn und unterm Strich 80.000 bei Hängerbetrieb, das solltet ihr euch auch wirklich einhalten, weil ein Hängerbetrieb ist für Automatik echt eine Herausforderung. Ich rate sowieso an jeden, wenn ihr einen Hänger haben wollt, holt euch einen Handschalter, aber es gibt halt Leute, die sagen, nein, ich will Automatik, dann haltet euch nur an die Wechselintervalle pünktlich. Dann wird auch das funktionieren, das verspreche ich euch. Man, unterm Strich hat man nie eine hundertprozentige Garantie, aber man kann dann schon doch sehr, sehr sicher sein, dass das funktioniert, wenn man drauf aufpasst. Und wie gesagt, einfach pünktlich wechseln, pünktlich schauen, dass das erledigt ist, dann habe ich auch definitiv keine Probleme. Unterm Strich bin ich damit durch.
Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können, euch ein bisschen die ganze Materie näher bringen. Im nächsten Video werden wir darüber reden, wie man Automatikgetriebe richtig behandelt. Wie fahre ich damit richtig? Da sind definitiv ein paar Fragen zu klären, weil im Internet liest man da auch sehr, sehr viel. Und ich werde oft gefragt, Thomas, wie fahre ich damit richtig? Deshalb werden wir auf das noch näher eingehen. Unterm Strich wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ich konnte euch mit der einen oder anderen Suche weiterhelfen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bye, bye.